Hallo aus Bulgarien. Im vorletzten Video habe ich gefragt, ihr wisst ja das Video, als ich die Molke getrunken habe. Übrigens, herzlichen Dank für euer Mitgefühl. Ich hatte den restlichen Abend noch Spaß dran, ganz ehrlich. Aber in dem Video habe ich echt gefragt, ob ihr Interesse habt, dass man den Adventskalender so ein bisschen zusammen auspackt. Wir haben heute 7. Dezember und ja, ihr wolltet's sehr, was da jeden Tag rauskommt und ich habe die Tütle für euch aufgehoben. Natürlich habe ich reingeguckt, klar. Heute ist der 7. Dezember und dann machen wir schon mal die ersten 7 Tütle von meinem Adventskalender auf. Also, 1. Dezember. Und ich wollte euch sagen, ihr versäumt nichts. Das sind keine Bilder drauf auf diesen Samentütchen, aber eine Beschreibung. Und die Beschreibung, die lese ich euch vor. Also am 1. Dezember kam die Speiseklette. Da steht drauf: Die lange rübenartige Wurzel der anspruchslosen Pflanze ist in Japan ein beliebtes Gemüse. Auch die jungen Blätter werden in der asiatischen Küche gerne verwendet. Doch auch in Europa wurde die Speiseklette früh kultiviert, da sie durch ihre antibakteriellen und die Wundheilung fördernden Eigenschaften auch in der Volksmedizin als Heilpflanze von Bedeutung war. Im Mittelalter hatte sie einen ähnlichen Stellenwert wie die Schwarzwurzel. Okay. Also vom Klette bin ich jetzt so begeistert, weil ich nämlich selbst um die Jahreszeit tagtäglich selben Kletten aus dem Fell rausschneiden muss. Aber irgendwo in einem Teil vom Gatter, die dann mal abpflanze, wo der Sam eben nachkommt, und mal gucken, ob die wirklich solche Wurzeln haben und wie die dann schmeckt. Einfach ausprobieren. Also wie gesagt, Speiseklette kannte ich bisher noch nicht. Genau, außer Termin und so fort und so weiter steht auch auf der Rückseite von dem Päckle. Und zwar steht da drauf Vorkultur, also wenn man sie vorziehen kann. Auch die Aussaat im Freiland, wann das ist, die Blütezeit, die Aussaat, Tiefe, Pflanzabstand, Keimtemperatur, Standort und Besonderheiten. Ist also wirklich auch eine tolle Sache. Aber das lese ich jetzt eigentlich bei jedem Päckle vor. Ne? Wie gesagt, Speiseklette. Noch nie gehört, einfach ausprobieren. Am 2. Dezember, da hat es übrigens geschneit bei uns, aber der ist jetzt liegen geblieben, der Schnee. Am 2. Dezember kam raus ein Tomatenmix. Ja, da habe ich Spaß. Und zwar sind da 4 verschiedene Tomatensorten drin, die San Marzano. Das ist eine Flaschentomate. Mirabelle Blanche. Das ist gelbe Tomate. Eine kleine. Tigarella. Die ist rot-gelb gestreift. Etwas größere Tomate. Und Zuckertraube. Das ist eine kleine rote Tomate. Habe ich natürlich im Internet nachguckt. Und da steht drauf, bereits 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung kultivierten Inkas und Azteken in ihrer Heimat Mittel- und Südamerika Tomaten, die sie Xitomatl nannten. Von ihren Eroberungszügen in der Neuen Welt brachten die Spanier erst im 16. Jahrhundert einige Kultursorten der Tomate mit nach Europa. Alte Tomatensorten gibt es in großer Vielfalt an Farben und Formen. Xitomatl, geiles Wort, ich liebe ja Worte mit X, ich hasse Worte mit Q.
Xitomatl war übrigens dann das Wort des Tages. Alles, was ich gesehen habe, habe ich als Xitomatl bezeichnet. Finde ich cool. Bin ich gespannt. Und das Witzige ist, das sind ja die Samen drin, aber ich weiß jetzt nicht, welche Samen ist jetzt die San Marzano, welche Samen ist die Kirschtomate und so weiter. Ja, einfach vorziehen und sich überraschen lassen. Wird bestimmt lustig. Am 3. Dezember die Kartäusernelke. Das Saatgut kommt dann dahinter, wo wir unseren Blumengarten, unsere Wildwiese haben. Ja, die Kartäusernelke ist eine pflegeleichte, mehrjährige heimische Staude, die sich hervorragend für Alpen- und Steingärten eignet, wie auch ihr Beiname Steinnelke verspricht. Ihren gebräuchlichen Namen hat sie erhalten, weil sie nicht nur eine beliebte Nektarpflanze und Tagfalterblume für den Bauerngarten ist, sondern auch eine Klostergartenpflanze war, die von den Kartäusermönchen bevorzugt angebaut wurde. Weil die wahrscheinlich Hase sagen, dass ich irgendwie so einen Mönchskittel überziehen muss, wenn er die dann aussät. Ja, etwas für die Bienchen, Hummeln, Insekten und so weiter. Und die ist sehr hübsch, die ist ja so pinkfarben. Wirklich bin ich gespannt. 4. Dezember. Ich bin ja jeden Morgen, ich gebe ja in der Früh die Hunde das Frühstück und bevor ich meinen Kaffee trinke, krabbel ich aufs Kanapee und hol mir mein Tütle. Das ist das Allererste. Genau, da war der mexikanische Zimtbasilikum. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Arten von Basilikum gibt. Und das ist der mexikanische Zimtbasilikum. Das Aroma des mexikanischen Zimtbasilikums erinnert nur entfernt an den bekannten italienischen erinnert nur entfernt an die bekannten italienischen Basilikumsorten. Sein süßes, warmes Bouquet ist sehr komplex und duftet vor allem nach Zimt und Anis, das oder Anis. Das Zimtbasilikum passt hervorragend zu süßen Speisen. An süßer Pfannkuchenteig, Reisauflauf. Ja, da kann ich Ja, mir ich schon meine, was vorstellen. mit rein? In was? Genau, Hase macht wunderbare Waffeln. Damit nein. Oder Quark, ein Kuhwort, gell? Muss ich gleich revidieren mit Xitomatl. Ja, so süße Quarkspeise zum Beispiel oder Müsli, süßes Müsli, Joghurt-Dinger. Schmeckt bestimmt gut. Ja, und Zimt und Anis, das ist ja jetzt für die Weihnachtszeit, wäre das etwas. Kennt man in Plätzle oder so. Plätzlesteig. Ja, ich habe immer gedacht, die Mexikaner, die essen scharf wie Sau, aber anscheinend aus hier. 5. Dezember. Oh ja, ha, rote Gartenmelde. Wir haben ja Melde in unserem Garten draußen ohne Ende, gell? Das ist Unkraut. Und mir wäret sie nicht her. Und dann ist da jetzt ein Samentütle dabei mit Gartenmelde. Das kommt auch in einen anderen Bereich. Die kann man nämlich essen, heißt das. Und ich habe mir Bilder im Internet angeguckt. Die sieht auch sehr hübsch aus. Ich werde die jetzt nicht ernten wie Spinat oder so zubereite. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man Gäste hat oder ja, man macht so ein gemischter Salat, dann so zwei, drei Blättler, so Deko von der roten Gartenmelde, ist bestimmt ganz hübsch.
Also, was steht dabei? Die Gartenmelde ist ein mild schmeckendes Spinatgemüse von beeindruckendem Wuchs. Und kann auch sehr gut als Zierpflanze einen Platz im Blumenbeet finden. Es gibt schriftliche Nachweise des Anbaus von Gartenmeldesamen im mitteleuropäischen Raum bereits um das Jahr 800. Im Nachlass von Karl dem Großen und etwas später auch bei Hildegard von Bingen. Hört sich jetzt schlechter, oder? Hildegard von Bingen, das war ja so Nonne. Die hat ja gemeint, sie hat Kontakte zum liebe Gott. Ja. Karl der Große kennt ja jeder. Also rote Gartenmelde. Einfach mal ausprobieren. Muss ich gucken, kann man die dann wirklich auch roh essen? Weil mit Sachen in mich reinstopfen, ausprobieren, bin ich jetzt Anfang ein bisschen vorsichtig. Gestern, 6. Dezember, Nikolaustag. Ja, genau, da habe ich mich gefreut. Cantaloupe-Zuckermelone. Die Cantaloupe-Melone wurde vermutlich schon vor 5000 Jahren im Gebiet des heutigen Iran angebaut. Sie breitete sich von dort über den Mittelmeerraum aus und bereits im antiken Rom war sie eine beliebte Obstsorte. Heute wird sie vor allem in Frankreich und Italien angebaut. Herausforderung für Mutti, Herausforderung. Frankreich und Italien. Das Zeug bringen wir jetzt auch mal nach Bulgarien. Eine Zuckermelone, immer lecker im Sommer, oder? Mögt ihr die auch? Mit Schinken vielleicht ein bisschen drum. Oder einfach so essen. Also auf jeden Fall, die Herausforderung steht. Den Italiener und Franzosen, zeigt mir schon, wo der Battle der Most trollert. Die kommt jetzt nach Bulgarien. Bisher habe ich kein Glück gehabt mit Melone, wirklich. Ich habe es jetzt seit 3 Jahren probiert. Ihr müsst mir die Daumen drücken, die muss klappen. Das muss gehen. Ja, und das letzte Tütle, das war heut. Gibt es wieder ein Gemüse. Kohlrübe, gelbe aus Friesland. Die Steckrübe ist eine typisch norddeutsche Gemüsepflanze, was wohl damit zu tun hat, dass sie im 17. Jahrhundert aus Skandinavien eingeführt wurde. Sie ist eng mit dem Raps verwandt und eben nicht mit der bekannten Speiserübe. Rund um die Städte Hamburg und Lübeck liebt man den klassischen, deftigen und sättigenden Steckrüben-Eintopf, besonders im Winter. Ich nur in Hamburg und Lübeck. Ich will den auch essen. Ich bin doch so super ein Eintopf-Fan. Also, nochmal Daumen drücken. Die muss funktionieren, weil nächstes Jahr im Winter oder Herbst möchte ich einen schönen Eintopf Steckrübe, Karotten mit rein, bisschen Fleisch mit rein. Oh, komm, fang an zum Trieler. Ja, also, das waren die ersten 7 Tage. Ich freue mich jeden Morgen, ganz ehrlich. Kommender Samstag gibt es dann wieder ein Video von uns. Wieder die nächste 7 Tütler. Was gab es sonst noch die Woche bei uns? Eigentlich nicht viel. Da war wirklich nicht viel. Ja, geschneit hat's, der Schnee ist liegen geblieben. Und sonst haben wir wirklich eine recht gemütliche, chillige Woche gehabt. Ich hoffe, euch ging es genauso. Ich freue mich, wenn ich euch am nächsten Samstag wieder sehe oder ihr mich, wenn ihr dann einschaltet. Die nächste Tütle wartet. Ansonsten Daumen hoch, wäre klasse. Ein Kommentar würde ich mich freuen. Kommt
kostenlos, abonniere den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Oder auf die Glocke drücke, dann kriegt ihr jedes Mal Alarm, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Im Normalfall ist es immer am Samstag. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Hase auch, der ist da im Hintergrund. Also wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Kein Weihnachtsstress bitte. Ganz gemütlich, ganz hoferle. Und bis nächste Woche. Tschüss!